Servus und Hallo, liebe Schmetterlingsfreunde. In diesem kurzen Video wird es wieder um die Deutung und auch um die Herleitung wissenschaftlicher Namen für Schmetterlinge gehen. Nymphalis antiopa. Nymphalis bezeichnet den Gattungsnamen. Und Antiopa ist stellvertretend für die entsprechende Art. Es geht um den Trauermantel. Als Informationsquelle dient mir das Buch Die wissenschaftlichen Schmetterlingsnamen, Herleitung und Deutung von Hans Arnold Hürter. Das Wort Nymphalis leitet sich aus dem lateinischen Wort Nympha ab. Unter Nymphe versteht man eigentlich ein junges Mädchen. Nymphen kommen allerdings auch aus dem Griechischen und bedeutet Braut, junge Frau, Tochter des Zeus, eine niedere Naturgottheit, Darstellung der Naturkraft in Bäumen, Quellen, das Meer, Wiesen und Berge, Grotten, wo sie wohnen, Grotten, wo sie wohnend gedacht wurden, oft im Gefolge des Dionysos oder der Artemis. Sich ihnen zu nähern, war für Menschen oft sehr gefährlich. Deutung. Eine Gattung von Faltern, deren Arten willkürlich zum Oberbegriff Nymphenartige zu Nymphen gehörig zusammengefasst sind. Die Gattung hat auch der Familie den Namen gegeben Nymphalidae. Der zweite Begriff, Antiopa, kommt auch aus dem Lateinischen. Und gemeint ist nach Homer Tochter des Asopos. Flussgott, Sohn des Okeanos und der Tethys. Eine weitere Herleitung. Gemeint ist die Gattin des Pieros und Mutter der Periden.